Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir hatten hier diese Zwiebeln da geklaut, was eher langweilig war. Und da wollen wir eigentlich nicht hin. Wir reden mal noch mit den anderen beiden Gästen, die uns der liebe Herr Wimme vorstellen wollte. Hä? Ich habe dich unter den Wohlhabenden noch nicht gesehen. Ich muss doch reden. Okay, die Gräfin. Gegrüßt sei die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Ich habe eh kein Geld. 2593. Schema, Wypern-Rüstung, Wypern-Stiefel, Wypern-Handschuhe, Hose und Manuskriptseite überlegener Waldkauz. Alles Zeugs, was ich nicht brauche, aber sie hat ein bisschen Geld und wir können das verkaufen. Ist nur die Frage, können wir jetzt auch... Ach so, wir können doch die Sachen verkaufen. Okay, dann nein, danke. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Gerald, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Okay, dann wollen wir mal einen verlorenen Ohrring suchen, dass wir da jetzt auch noch Ohrring-Suche... Oh nein, sagt bloß, der Vogel hat ihn geklaut. Hm, verschütteter Wein, sonst nichts. Hm. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Der ist leider gestorben. Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet.
Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich. Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein, er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. War jetzt schon ein bisschen traurig, oder? Sowas. Herzog Kleuwert hat doch bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. Okay, jetzt sind wir noch zur letzten Person, aber die scheint... Wo ist die denn? Ich habe dich unter den Wohlhabenden noch nie gesehen. Der? Ach ja, stimmt. Der Katzenäugige da. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi, wer ist das? Geralt von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Sind wir also auf Profitpirsch, wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knoops ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knoop, dem Meister aus Maribor? Hä, woher soll ich das denn wissen? Ich würde sagen, das Landschaftsbild. Maribor. Ich glaube, die ländliche Szene. Inkorrekt. Aber ich hätte mir denken können, dass dein bäuerlicher Blick in die ländliche Heimat schweift. Leb wohl. Woher soll ich das denn wissen, verdammt? Trottel. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adelspimmel. Man gewöhnt sich dran. Fuck.
Wer noch mal laden? Ich will verehrte jetzt wissen, Damen, welches... werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte ja, Platz Mensch. Nehmen. Ach, endlich. Leben. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Schiff verlässt... Nein, nein, ich will noch mal laden. Oh, verdammt. Wir überspringen das alles und gucken uns das nachher in Ruhe an. Wir lesen jetzt überhaupt nicht, was hier steht. Ja. Ich kann weder laden noch irgendwas anderes machen. Schnell, nein. Scheiße, Mann, das klappt ja richtig schön. Was? Warte noch. Oh. Okay, das Schöne ist, ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, das heißt, ich habe auch keine Ahnung, was jetzt gerade hier passiert ist. Wir haben zwar ein bisschen was gesehen, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Ich will jetzt mir nochmal in Ruhe die Bilder angucken. Die hätten wir wahrscheinlich vorher angucken müssen, bevor wir den Typ angesprochen haben. Und dann können wir wahrscheinlich auch die Frage beantworten. Schauen wir mal. Ach, jetzt lädt's wieder so lang. Blöd. Ich glaube, ich werde die Zeit mal nutzen, meinen Bademantel auszuziehen. Oder lasse ich ihn an? Ach, es ist hier drin irgendwie nicht so mega warm, aber anscheinend zu warm für den Bademantel. Ich ziehe ihn, glaube ich, aus. Oder lasse ich ihn an? Also ich habe den natürlich über meine normalen Klamotten an. Ich ziehe ihn mal aus und hoffe, dass es warm genug ist oder bleibt oder wird oder wie auch immer. Au, au, au. So. Aber kennen wir uns nicht? Ach toll, es wurde also nicht gespeichert nach der Gräfin. Na, ist egal. Da drücken wir uns einfach schnell durch. Wir machen alles genauso wie beim ersten Mal, nur dass wir diesmal schnell durchdrücken. Ein Kleid. Aber. Wimmel. So. Hat. Na, na. Kommt. Oh. Kein. Ich. Bis. So, jetzt gehen wir schnell zu dem Fake-Ring. Verschütteter Wein, sonst nichts. Hier. Na. Verkennst du. Ken. Was? Nicht. Oh, ist auf. Im Sprach. Ja. Oh, bitte. Nein. Ich. Sag. Ich. So. Jetzt speichern wir. Herzog Kleubert hat doch bankrott erklärt. Ich kann nicht speichern. Jetzt schauen wir uns die. Einzelne Bilder mal an. Ed in Kobia Ego, N. Bossin. Bild auf Leinwand, N. Bossin. J. de Fafari. Der Gewürzhändler. E. van der Knob. Ah, das ist ein van der Knob, okay. Schiff verlässt den Hafen von Z. Warner. Die Schlacht von Angihari von Dalinzi. Um alles und okay. Zu ja, hallo. Gera. Ich da. Ah, wirf, steh. Und du. Wird. Wusst das. Doch. Van der Knobis ist Kaufmannsporträt. Ach was, der Kaufmann mit der Perle, ist doch klar. Sieh einer an. Wer hätte das gedacht? Auf ein Wort unter vier Augen. Vergib meine Impertinenz. Ich hielt dich für einen Banausen von Vivaldis Schlag. Ich sollte Abbitte leisten, also verrate ich dir ein Geheimnis. Heute kommt ein Van Roch unter den Hammer. Der Maler ist weitgehend unbekannt, hat aber in Markus Hottgeson, dem Buchverkäufer am Novigrader Marktplatz, einen großen Bewunderer. Ich wette, dass du ihm das Werk mit sattem Gewinn verkaufen kannst. Danke. Nichts zu danken. Jetzt entschuldige mich bitte. Meine Freunde warten. Warum macht er das nicht selber? Kauft dieses Gemälde und verkauft es dann weiter an den Buchmacher. Und warum ist der Buchmacher nicht hier? Ich soll den Van Roch kaufen. Anscheinend ist dieser Buchverkäufer in Novigrad bereit, gutes Geld für sein Werk zu bezahlen. Ach,
Wer hätte das gedacht? Also gut, gehen wir. Farbklecks auf Farbklecks. Schon von der Menge krieg ich Kopfweh. Ja, speichern. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ah, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Wie nach vorne? Wir sind noch nicht mal unten. Wimmel, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen 3 Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Würde ich ja gerne. Ich weiß halt nicht, was es kostet. Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Der weißhaarige Herr bietet 200. Hören wir 250? 200 zum Ersten, zum Zweiten, zum... Prächtig, Gräfin Mignole bietet 250. Höre ich 300? Na aber, wie rasant! 300 zum Ersten, zum Zweiten. Hören wir 350? 300 zum Dritten. Verkauft an den weißhaarigen Herrn Objekt Nummer 1. Die geheimnisvolle Messingfigur. Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2. Ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Roch. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen, wertes Publikum. Das ist praktisch geschenkt. Nehmen wir natürlich mit. Oh, wir haben einen Bieter. Sogar einen Katzenäugigen. 20, höre ich 30? Verzeih mir, Geralt. Aber Geschäft ist Geschäft. 30 von Wimme Vivaldi. Ja, toll. Bietet jemand 40? 30 zum Ersten. Zum Zweiten... Hätte ich ihn nur nicht gesagt. Aha, der weißhaarige Herr bietet 40. Wer bietet mehr? 40 zum Ersten? Zum Zweiten? Vivaldi, der Bankier, gibt nicht so schnell auf. 50! Bietet jemand mehr? 50 zum Ersten? Zum Zweiten? Letzte Chance, wertes Publikum. Oh, ein Geburtskrieg! 60! Wie aufregend! Bietet jemand mehr? 60 zum Ersten? 60 zum Zweiten? Ach, nimm du's, Geralt. Verkauft! Sternennacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Objekt Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen. Gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnmeister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Ivanovich Zaitsev. Zum Ersten, zum Zweiten. Wenn ich wusste, dass es so billig ist. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum Ersten, zum Zweiten? Verkauft! Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung! Nach den 3 Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Ich dachte echt, die Sachen wären viel teurer.
Geralt, schau! Horst Borsodi! Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... nicht eingeladen ist. Wo sind meine Manieren? Genau, welch Fehltritt. Das mag sein, aber du hast an mir verdient. Aber du hast an meiner Anwesenheit verdient. Ich habe ein gutes Sümmchen hier gelassen. Ich bin nicht Vivaldi. Profit allein reicht mir nicht. Ich will mehr. Das Auktionshaus ist vor allem ein Treffpunkt für die lokale Elite. Offenkundig passt ein Wandermutant hier nicht rein. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? So wird das nichts. Kann ich in einem anderen Bottle reden? Okay, dann nehmen wir das Erste. Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Spielt keine Rolle. Sag ich es ihm oder sag ich es ihm nicht? Von Olgierd, von Everick. Sagt dir das was? Tut es. Wache, bringt den Hexer raus und lasst ihn nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Mhm. Treffpunkt für die Elite, wie wahr? Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Hey, links, dann oben auf die Birne! Der Penner geht zu Boden! Was denn? Verlieren wir die Nerven? Oh oh. Deine Alte riecht nach Stachelbeeren! Komm schon, komm näher! Scheiße, ich schaff's nicht zu kontern. Der Penner geht zu Boden. Boah, war das knapp. Ich wollte auf keinen Fall verlieren. Oh, das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht.
Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borso dies Haus niemals. Gut, dann machen wir hier mal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.